Greetings, world. We are Anonymous. Sehr geehrte Bürger Deutschlands, bevor wir Ihnen die Operation German Reiz näher erklären, eine Frage vorweg. Wie würden Sie es finden, wenn das Einwohnermeldeamt Ihre Adresse an eine Werbeagentur oder ähnliches verkauft? In nur 57 Sekunden wurde ein Gesetz zugelassen, was dieses erlaubt. Dieses Gesetz erlaubt es den Einwohnermeldeämtern, sämtliche Bürgerdaten an Adresshändler und Werbetreibende herauszugeben. Dieses Gesetz betrifft jeden Bürger, es nimmt ihm das Recht auf Selbstbestimmung. Als das Gesetz in der zweiten und dritten Lesung beraten werden und abgestimmt werden soll, sind von den über 600 gewählten Parlamentariern nur ein Dutzend anwesend. Sie sehen nun einen Live-Mitschnitt der Abstimmung. Auf den Tagesordnungspunkt 21, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Fortentwicklung des Meldewesens. Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll genommen und wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10.158 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 7.746 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist angenommen. Als das Parlament abstimmte, übertrug das Fernsehen live das Europameisterschaftsspiel Deutschland gegen Italien. Gut möglich also, dass der Fußball die Parlamentarier an diesem Abend einfach mehr interessierte. SPD-Chef Sigmar Gabriel empört sich, die Datenschützer sowieso. Und auch der nordrhein-westfälische Innenminister Jäger zieht dagegen zu Felde, dass die Einwohnermeldeämter künftig sämtliche Daten der Bürger an Adresshändler und Werbetreibende herausgeben. Vom Ausverkauf des Datenschutzes, ja sogar vom gesetzlichen Wahnsinn, ist die Rede. Können wir uns überhaupt wehren? Ja. Nehmen Sie an Online-Petitionen teil, organisieren Sie Demonstrationen, gehen Sie für Ihr Recht auf die Straße. Teilen Sie dieses Video. Jeder kann helfen. Hacker, ladet eure Waffen. Alle wichtigen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.